Was ist das da? Und da hinten ist ein Auto-Dingsens. Aber ich will jetzt gucken, was das da ist. Was zum Teufel ist das? These engines are obsolete. I don't know where they're from, but their combustion system would be perfect for a miniature accelerator. Forscher abgeschlossen. Bauplan Plaster. Plaster! Den Plaster-Bauplan. Sieht aus wie ein Beutel einer Katze. Es sieht aus wie ein Beutel mit dem Gesicht einer Katze. Es könnte auch eine Katze sein, die gebeutelt ist. Apparently, someone tried to make a cryo chamber out of it to wait for the rescuers. Someone has clearly read a lot of science fiction books. Da wollte sich jemand in den Gryo-Schlaf versetzen. Alles klar, cool, hat nicht funktioniert. Wo ist denn die Sauerstoffding da? Oh, Reparaturwerkzeug benötigt. Cool, das hätte vielleicht jemand ranschreiben können. Reparaturwerkzeug dabei? Nee. So, das sieht nach Kaugummi aus. Okay. Tod durch Kaugummi-Explosion, wie es aussieht. Oh. Hoppla. Na, jetzt wo ich eh schon Dings reingeworfen habe. Können wir mal da gucken. Bei dem Grünzeug. Und ich sag noch. Kevin, mach nicht so dicken Bubbles. Und friss nicht die ganze Rolle Bubblegum. Ja. Was passiert? Space Shuttle explodiert. Wer schuld, Gavin? Sieht aus wie Heckbereiche. A fully functional farm for synthesizing beef. However, the declaration mentions only the transportation of goods. There is no data about any research conducted on the liner unnamed, but it seems that apart from transporting food, they also did some biological experiments in these sections. This device synthesizes bioglue from the tanks which remained intact. The digestive tract, which processes almost any organic matter into energy, muscle mass, and milk. The cost of developing such a complex synthetic system has always caused heated debate in society due to a bunch of radicals being displeased with it. Okay, but I... Synthetic cows don't quite need any, please be careful with artificial beef. This product explodes more often than it's eaten by normal people. Okay, jetzt kann ich auch Rindgranaten herstellen und hier sind anscheinend Kühe explodiert oder synthetische Kühe. Es ist eine interessante Situation und Umgebung hier. Bin vielleicht auch fast fasziniert.
Und was haben wir hier hinten noch? Oh, eine ganze Kuh. You won't be able to eat this until you remove the bio glue. Kuhkrei, ich kann die Kuh mitnehmen. The most important organ for milk production. Biologists have long tried to simplify its design and add a tap to it, but in the end, they just copy the way it works from a live cow. Mal den Mund zu machen, so begeistert bin ich hier. Eieiei. Ei, ei. Oh ja, ich muss diese, ich brauch diese Kuh. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Looks like an undamaged cargo section with dairy products. Special containers with cooling gel are used for transporting milk. The gel is ideal for reducing the core's activity. What's left to do is to find the emergency unloading lever, get inside the section, pump out the cooling gel, and launch it into liner. Piece of cake. This is the first time I've seen a spacesuit designed for a cow. Usually they don't keep animals in open space, even synthetic ones. Although your chicken triggers some questions. This type of fuel can't be synthesized without a living synthetic cow. Not even with electrical tape. Nein! Ich brauche einen Scanner. Ich muss die Kuh mitnehmen. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Kann ich mein Auto und die Kuh mitnehmen? Oh, bitte beides, bitte beides, bitte beides. Oh, dass mein Scanner auch kaputt ist. Ich muss auf jeden Fall wieder herkommen. Wir müssen zurück zur Basis-Kuh, komm! Wir müssen einen neuen Scanner bauen. Okay. Ich finde die neue Funktion von Twitch als Mod auch ganz cool, dass man einfach Rechtsklick auf den Namen machen kann und dann halt verschiedene Optionen angezeigt kriegt, wie lange man jemanden bannen, Timeout etc. will. Ist ganz nett. Oder ist es auch durch dieses Plugin, was hier drauf ist jetzt? Bitte? Achso, okay. Echt nicht? Mysteriös. Bremst die Kuh mich teilweise aus, wenn sie vor mir ist? Anscheinend. Oh, hoffentlich können wir die Kuh mit reinnehmen. Sonst benutzen wir sie einfach als Wachkuh vor der Tür. Okay, aber ich habe die Buttons standardmäßig von Twitch auch neben dem Namen. Also ich habe einmal Timeout für 5 Minuten neben dem Namen, Kommentar löschen und Bann direkt. Ich bleib echt ständig an der Kuh hängen. Ah, okay, jetzt Mod nicht, ja. Okay. Oh mein Gott, ich hab einen Kuh zu Hause. Hui! Oh, sie sieht so glücklich und zufrieden aus. Und sie treibt mit der Raumstation. Süß. Batterie und Metall. Batterie und Induktor.
Rindfleischblatt. Pellet? Pellet? Synthetischer Biokraftstoff, der direkt aus einer synthetischen Kuh gewonnen wird. Es ist ein Produkt der natürlichen Verarbeitung von pflanzlichen Lebensmitteln mit minimaler Zugabe von anderen Verbrennungsprodukten. Es ist der billigste und am wenigsten effiziente Brennstoff, der derzeit für die Beheizung von Industrieanlagen in abgelegenen Ecken der Galaxie verwendet wird. Habe ich jetzt einen neuen Scanner? Ja, ich habe einen neuen Scanner. Errungenschaft freigeschaltet, Hirte. Cool. Werkzeuge, Aluminium, veredeltes Metall. Oh Mann, der fällt immer nach vorne um. So, ich brauche auf jeden Fall Metall. Wie ich immer Metall brauche. Aber ich habe einfach eine Kuh zu Hause. Es ist wirklich einfach, Kühe im Weltraum zu treiben. Einfach in einen Haufen aufstapeln und nicht berühren. Bis die Retter kommen. Dann fliegen wir da hinten mal wieder hin. Und scannen alles, was wir scannen können. Was ist Chatuino? Ich verlerne wieder Dinge heute. Da trinke ich direkt mal einen Schluck trinken. Ich krieg's nicht auf mit einer Hand. Müssen wir warten, bis wir da vorne an der da sind. Wie lange an das Biomodul? Oh, wir haben gar nicht geguckt, aber das können wir. Ah, nee, können wir nicht, weil ich nicht an der Forschungsstation war wegen unserer Laserkanone. Unserem Blaster. Der Schönling, der hier gestorben ist. Ich wollte was trinken. Na, okay. Für optimale Übersicht. Da ist mein Autowagen.
können wir mal kurz da unten das Wrack an und dann fliegen wir hoch zu den weißen Kuhs. I will mark it. Du wirst es markieren, danke. You failed to assemble a table consisting of 10 parts according to the blueprint. Someone has taken away your title of Master Engineer. Ja, hätte wirklich von mir sein können, der Tisch. Mit Panzertape repariert. Oh, und dann hat er sich selber. Irgendwie geschafft zu vernichten. Ich habe hier genug gesehen. Buch zu den Bio-Sachen. Ist da wieder jemand gegen den Asteroiden geballert? Hier ist wieder so eine Schleifspur. Oh, da ist wieder ein Sarg, den ich nicht öffnen kann. Oh ja, ein Autoteil. Oder? Autohandbuch. ZAS 1 Repair Instructions. You must scan every page to update my library. Jede Seite scannen. Auf jeden Fall werde ich das nicht tun. Okay, die Leute haben mit dem Auto sehr viele Unfälle gebaut, habe ich den Eindruck. Mit dem roten Weltraumtampon. War nicht die sicherste Variante anscheinend, um zu fahren. Ja, ja, die Turrets treffen mich unten nicht. Alles cool, alles cool. It's strange that this section is protected with weapons, seeing that the dairy products don't cost much. Wo ist denn der Eingang? Also oben ist er ja schon mal nicht. Hier auch nirgendwo. Da bin ich blöd oder blind. May come in handy if you calibrate it correctly. Oh, schön, zweimal das Glas angefasst, das hat mir richtig schon wehgetan. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie ich da drüben reinkomme. Probably they fed synthetic cows with it. Attention, smuggler. Despite the FDA's requirements of using only synthetic meat products, it's comp. Nudel. You can relax. Despite what the package says, natural meat is not found in its composition. Someone was simply deceived. Er hat Nudel in den Augen.
Tod durch Nudel. Okay, hier ist ein synthetischer Dünger, hier ist ein toter Dude. Aber ich brauche jetzt Sauerstoff. Aber wie komme ich da oben rein? Analysewerkzeug muss ich jetzt auch nicht mehr erlernen. Habe ich auch gerade. Batterie, Elektronik, Magnet, Plastik. Magnet habe ich nicht. Synthetischer Dünger. Das ist ein Symbol zum Eingang? Was? Moment. Wo ist ein Symbol zum Eingang? Alles klar, Geraino. Da ist nur diese Faust, aber ich sehe keine Tür oder sowas. Ah, da habe ich die EMP-Granate hier. Okay, ich muss es sprengen. Weil ich gut in Sachen kaputt machen bin. Aber ich brauche Metall. Es artet gerade alles darin aus, dass ich Dinge zerstören und explodieren lassen muss. Ich hatte einfach versucht zu reparieren, dann explodiert es doch alleine. Hey, bleib hier. So. Teil mitgenommen. Upp, auf die Dörf Schwingo. Space Rido. Hier Schaber, der hat ja hier meisterhafte Leistung gebracht. Der ist einfach kaputt gegangen. Das ist Glas, oder? Ja, nicht anfassen. Oh.
Oh, verdammt, 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 die Zeit, die Zeit, die Zeit. Schön die Hände über der Decke lassen, sonst ist das nicht okay. Das wäre nicht. Nein. Pfui. Hände über die Decke. Eieieiei, das wird knapp, knapp, knapp. Na, passt, passt. Easy. Wollt's noch spannend machen. Aber ich muss ja auch mal da reinkommen. Batterie. Komisch, dass ich keine gefunden habe, da wo ich bin. Batterie, Dose Rindfleisch, Elektronik. Elektronik! Ich glaube, ich habe genug Rindfleischdosen in der Basis, dass wir Sprengstoff bauen können, und ich glaube, wir haben auch für Batterien alles da. Das ist grün. Wir gucken hier nochmal. Guck mal, hier haben wir auch noch Elektronik. Aber wieso ist Elektronik auf so einem Schlons drauf? Egal. Oh, auch wieder kaputt, der Bohrer. Aluminium! Sollen wir mal gucken, ob wir uns da gleich. Da in dem Ding war ich drin, ne? Da habe ich das erste Autoteil gefunden. Der Typ, der sich selbst auf der Toilette gekillt hat. Wie auch immer. Aua. Das gefrorene Wasser einfach voll gegen die Scheibe geballert. Tennis bei großen Hagelbällen. Hagelkügelchen hier. Unter der Decke wird hier schon mal gar nichts gemacht. Die kommt über der Decke. Könnt ihr schön Mau Mau spielen. Oder Uno. Aber die Hände bleiben über der Decke. Sonst gibt es morgen früh kein Frühstück. Oder nur trockenes Müsli. Könnt ihr euch aussuchen. Dosen drin. Ich habe schon wieder das Glas angefasst. Sohle, Zeug für Alkohol.